Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Humanoid an diesem Montag. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich tatsächlich auch schon im Urlaub. Ja, es geht weiter. Wir sind nämlich auf der Suche nach Graffitis mit unserem Freund Markus. Oder Markus. So, das nächste ist das Gesicht. Ich würde sagen, das da. Nummer 1. Moment. Finde einen Weg auf das Dach zu gelangen. Was ist das hier? Okay. Ich habe mal nur angucken und nicht weiter. Verschieben. Einmal hopp. Und wieder oben. Perfekt. Da ist noch das zweite Symbol, ne? Das haben wir ja schon gesehen. So. Hä? Wo müssen wir jetzt? Da muss irgendwo noch ein drittes. Von 3 haben wir mittlerweile. Kommen wir da runter? Oder müssen wir ob da runter? Nee. Die Frage. Müssen da irgendwie rein oder so, ne? Oder müssen wir da runter? Wie auch immer. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen jetzt hier auf der anderen Seite noch was, oder? Muss ja immer noch ein weiteres Symbol sein. Aber die Frage ist, wo ist das? Sehen tut es gerade nicht. Ja, das habe ich auch, das Symbol. Also das hier. Kann ich da nicht rein irgendwie? Da ist es. Bisschen versteckt war das. Ich dachte, wir müssen nochmal weiter. Okay. Scheinbar nicht. So, das nächste ist irgendwas mit Arkel. Und dann müssen wir doch darunter. Vorkonstruieren. Wähle mit dem rechten Stick eine Route. Da können wir hin. Wäre zu instabil. Okay, das ist, würde nicht funktionieren. Machen wir das. Und dann da hoch, oder was? Berechnen. Ausführen. Ich finde es cool. Dass man gucken kann, wo man lang muss und ausprobieren kann. Klappt das oder klappt das eher nicht? Und wenn es nicht klappt, dann machen wir eine andere Variante, wie jetzt gerade auch. So. Herunterspringen.
Sparkle City. Da ist nämlich das letzte Symbol. Oder das nächste Symbol. So rum ist es richtig. Nummer 1. Da oben ist Nummer 2. Und. Das muss das dritte, muss ja auch in Sichtweite sein. Da ist es. Hinweis aktualisiert. Das nächste ist in einer quasi Tiefgarage oder einem Gebäude. Feuerleiter berechnen. Funktioniert. Ausführen. Gut, das was ich selber machen müssen. Nächstes Graffiti. Also nochmal. So. Untersuchen. Warte mal. Das muss hier sein, oder? Hier ist das. So, wir müssen jetzt diese Gebäude suchen. Das ist nämlich eins davon. Ich finde es doch gerade nicht. Moment. Doch, da war was. Das große Ding hier hinter. Okay. Perfekt gefunden. So, das nächste ist... Da muss es durchgehen. Ah. Scheint so, als wären wir am Ziel unserer Träume. Ja, Rico. Das ist ein Schiff. Also so ein Frachter oder was? Ein Alter. Gelang jetzt im Schiff. Okay. Das wäre zu offensichtlich gewesen. Das war leider zu offensichtlich. Moment, ich muss mal gerade kurz die Kamera wieder... Nee, hab ich, okay. Moment. Spring. Oh, taps! Also ganz stabil hört sich das aber auch nicht an. Blums hat's gemacht.
Wir sollen das Schiff untersuchen. Aufnehmen. Eine Taschenlampe. Immerhin. Okay. Lichtquelle gefunden. Erkunde das Schiff. Was öffnen? Das will er scheinbar nicht. Ah, schade. Da kommen wir nicht aufräumen. Okay, ich hätte gedacht, wir können ja. Doch, da geht's weiter. Ah, super. Moment. Da war noch was öffnen. Ah, wir kriegen nicht immer alles geöffnet. Was zur Hölle? Es ist, ich habe mich mega erschrocken. Wir öffnen mal die Tür hier. Hier unten schauen wir weiter geht's können. Also so gesund hört sich das aber auch nicht an. Autsch. Das gibt Morgenkopfschmerzen. Aufstehen. Oh. Ich glaube, dann war die junge Dame steht gerade da und die jetzt ein bisschen. Jo, willkommen in Jericho, genau so ist es. Ja, Leute von Jericho getroffen. Und was es mit diesen Jungs auf sich hat, das sehen wir dann in der hoffentlich nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human.